geben wir hier nochmal 2000 drauf. Wenn, benutzen wir die Seeleinstolzen? Wir haben nur noch die. Hauen wir jetzt mal rein. Und nochmal 2000 Seelen drauf. Und gar nicht schlecht. Schon zurück, ja. Denn ich möchte noch die anderen beiden haben. Ja. 13.000, was hat der da? Warum habe ich mir das nicht angeguckt? The fuck? Schwerer Seelenfall. Und Zauberwaffe. Ja. Schwerer Seelenfall. Nimm dir den schweren Seelenfall. Nimm dir den schweren Seelenfall. Sehr schön. Der schwere Seelenfall ersetzt nämlich dann unseren Seelenfall. Und der große schwere Seelenfall ersetzt dann unseren großen Seelenfall. Ne, unseren schweren Seelenfall. Das ist dann die stärkere Version von dem, was wir jetzt haben. Sieht man auch daran, dass er mehr Intelligenz benötigt und weniger Zaubereinsätze hat. So, und jetzt irre ich hier die ganze Zeit rum. Ist das nicht geil? Finde ich auch. Auf der Suche nach der heiligen Glocke. Was steht hier? Vorsicht vor Hinterhalt. 143 Klicks. Vor Zangenangriff. What the fuck? Warum haben die das denn hier hingeschreibselt, wenn hinter uns die Leute waren mit dem Zangenangriff? Ja, ich habe natürlich jetzt Panik. Zauberschild. Zauberschild. Vorsicht vor enges Gebiet. Deshalb versucht offenes Gebiet, ja. Ich finde lustig, dass Lucaziel dasselbe macht wie ich. Dahinter. Ja. Irgendwas ist hier falsch, ne? Was habe ich denn wohl verpeilt? Bis hierhin. Ich bin schon dran gelaufen. Ja, tot. So kriegt man einen Blutfleck. Habe ich gerade eine Kiste ins Wasser geworfen. Katze, ich bin verwirrt. Das Schwert von der sieht voll Hammer aus. Ich frag mich, ob das leicht zu schwingendes Schwert ist. Das ist schon richtig fett. Und wenn das so ein Beweglichkeitsteil, also ein Geschicklichkeitsschwert ist. Das ist mega Hammer. Jam, jam, jam. Kann doch nicht wahr sein. Wo kann denn diese Glocke sein, habe ich mich natürlich gefragt. Boah, echt, jetzt geht's richtig los. Also in dem Zeitpunkt hier weiß ich noch gar nichts von der Glocke. Ich denke, es gibt auch einen Parallelweg. Das macht das Ganze noch viel schöner. Aber so finde ich hier die Tür, also. Vielleicht gar nicht so oben. Hier waren wir noch nicht. Oh, Gift. What the fuck? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Zum Glück habe ich so ein Moosding. Da drüber. Giftiges Moos. Haust die rein? Wow. Boah, guckt euch an, wie stark das Gift ist. Guckt euch an, wie viel Schaden wir dadurch bekommen haben. Ich kann doch hier schon sehen, dass es eine Wand ist. Ich würde diese Geräusche auch nicht so viel Sinn ergeben. Ein Lebensstein, das ist eine ganz gute Idee, finde ich. Und hier ist nächstes Flakonscherbe. Mega geil, nochmal hier reinzukommen. Aber hier, es muss noch mehr sein. Ja, dann mache ich mit Pfeil und Bogen. Das Zeug hätte uns direkt vergiftet, wenn wir da reingelatscht wären. Geil, ne? Ich sehe das doch. Ach, lol. Muss man das auch noch schlagen? Ach da, nein! Nimm einen Zauber! Wir wissen doch genau, dass das nicht funktioniert. Nimm noch einen Zauber. Ja, jetzt habe ich ein starkes Zauberschild ausgerüstet. Ah. Bolzen. Die Seele eines namenlosen Soldaten. Toll. Was haben wir hier? Schwindende Seele, schwindende. Große Seele, eins sammeln Soldaten und Lebenssteine. Und eine Truhe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die beherbergt gar nicht so. Ring des königlichen Soldaten, ja doch, ein Ring. Ringe sind immer gut. Schauen wir mal nach, was der kann. Darüber, Ring des königlichen Soldaten. Hammergeil, maximale Belastung. Eigentlich voll fett, das Teil. 10%. Ne, 6%. Belastung gibt der. Aber wir könnten mit dem Ring und ein bisschen Punkte auf Belastung. Ja, das mit dem Gift haben wir ja. Wurfmesser und Flammenschmetterling.
Wurfmesser benutze ich ja nicht. Oh, was steht denn da? Will ich das lesen? Nein. Nach Dark Souls 2 wird so mega gehypt worden. Ach, hier war ich ja schon drin, hier waren die beiden Truhen. Kann man richtig übel sehen. Weil bei Dark Souls hattest du noch total wenig Nachrichten auf dem Boden. Dark Souls 2 eine richtige Tonne von Nachrichten. Dann hat sie einfach bei Dark Souls nicht. Und Dark Souls 2 ist ja richtig schon... Man wusste ja schon, dass es gut ist. Und es ist bis jetzt eigentlich ein richtig, richtig geiles Spiel. Ein richtig guter Nachfolger. Auch wenn ich schon zwei Bosse hatte, die genauso waren wie die Vorgänger-Bosse. Also ich hatte ja die Turmgargoyles aus dem ersten... Also aus dem Dark Souls... Dark Souls ist ja eigentlich auch schon der zweite. Dark Souls 2 ist eigentlich der dritte Teil der Serie, weil Demon's Souls ist der erste. Bisschen dämlich das Ganze. Aber nochmal dazu zurück. Ich suche ja immer noch den Weg. Dark Souls... Ja, war ja nicht so gehypt worden, als das dann kam. Das war ja... Ja... Ne? Aber Dark Souls, bis jetzt ist Dark Souls 2 wirklich ein würdiger Nachfolger, macht richtig Spaß, bis außer die Turmgargoyles und der alte Drachentöter. Waren halt, eigentlich war das, der alte Drachentöter ist einer der zwei Boss-Kombinationen. In Dark Souls hatte man die in Anor Londo. Da war der aber nicht alleine, sondern hatte seinen großen Kollegen dabei und konnte dem seine Kräfte absorbieren, beziehungsweise sich gegenseitig die Kräfte absorbieren, wenn einer von denen stirbt. Und dann konnte man so oder so bestimmte Equip-Sachen bekommen. Auf jeden Fall in Anor Londo war das echt schwer, weil der konnte halt Blitze schießen noch. Das hat er hier nicht gemacht, der alte Drachentöter. Aber theoretisch würden wir von dem auch diese Hellbarde bekommen. Die er halt hatte, ne? In etwa. Ich könnte mal echt eine Waffe gebrauchen, die auch nur Geschicklichkeit skaliert. Außer dem Falkhorn. Ich meine, das ist ja gar nicht so schwach. Wir haben das ja schon fünfmal hochgetunt. Jetzt kommt die letzte Stufe, die wir noch mit großen Titanitscherben machen können. Mit 3 an der Zahl. Und dann war es das. Höher geht das nämlich mit den Titanitscherben nicht. Dann bis plus 10. Und dann könnten wir das komplett umschmieden. Beziehungsweise bei plus 10. Ich bin gerade echt am Überlegen, wo ist der Weg, verdammte Kacke. Ich bin gerade mir alles möglich am Überlegen, wo ich denn lang gehen könnte. Was ich denn noch nicht gesehen habe, weil ich habe eigentlich alles gesehen. Ja, genau so ist es auch. Ich bin hier überall gewesen. Das ist sehr problematisch gerade. Oh Mann. Der gute Michi war schon überall. Hatte jetzt keine Ahnung, wo er langlaufen soll. Das ist ein bisschen das Problem, die Problematik dahinter. Ich brauche auch noch fuck lange. Inzwischen bin ich mir immerhin sicher, dass hier irgendwo eine Glocke sein muss. Irgendwas, um das Schiff herzuläuten oder so. Oder ein Boot oder so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf das Schiff muss. Und wie kann ich anders aufs Schiff kommen, als über mit einem Boot, habe ich mir gedacht. Ja. Und dann suche ich halt ein Boot. Beziehungsweise ein Glöckchen, damit der Bootsmann ankommt oder irgendwie sowas, habe ich mir gedacht. Muss halt sein. Und danach suche ich jetzt und ich bin schon wieder ganz, ganz nah an der Glocke. Fuck. Echt. Ihr habt sie gesehen, da ist die. Und ich gehe weg. Oh, Mann, ey. Warum sehe ich die denn nicht? Wie blind war ich denn bitte? Die Sonneneinstrahlung hat es mir zerstört oder so. Weil Dark Souls ist hier gerade ziemlich dunkel. Deswegen haben sie wohl gesagt, deswegen heißt es wohl bei Dark Souls immer hier mit einer Fackel rumlaufen. Stand nämlich in den Schriften, die wir auf dem Boden gelesen haben. Versucht Fackel. Lukatia kann das nicht, was du gerade gemacht hast, Michi, du Gnom. Jetzt hängt die da fest. Ja, toll. Da habe ich mir gedacht, komm, die brauchst du noch. Hammerhart, echt. Und ich bobbe hier voll rum. Ich könnte mit Lukatiel eigentlich den Boss machen, wenn ich das hier nicht so verkacken würde.
Nun ja, irgendwann werde ich die bestimmt finden. Nach tausend Wegen absuchen. Oh, ich bin wieder so nah an der. Mann, 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 Mann. Ach nee, jetzt bin ich wieder bei dem Weg, wo der. Ja, genau. Wenn ich jetzt links gucke, dann müsste ich unten sein. Genau, bin ich wieder. Da ist immer noch das Schiff. Hamad. Und jetzt suche ich hier halt nach einem Glöckchen. Der Typ hier. Aber manche wissen halt nicht, wo hier was ist. Und ich habe es halt zweimal übersehen, obwohl ich schon zweimal dran... Ich habe ja alles abgesucht. Und bin ja eigentlich überall gewesen, habe sie nur ignoriert. Wie konnte ich die eigentlich ignorieren? Die konnte man richtig deutlich sehen. Ich habe anscheinend nur auf dem Boden geguckt nach Nachrichten oder so. Als ich davor stand. Ja. Stelle ich mich hier hin. Bin am überlegen. Ich habe halt den Blutfleck angeklickt, um zu wissen. Ich habe gedacht, wenn der, vielleicht ist er da hingejumpt und dann war da was. Hat mich echt verwirrt. Meine Güte, du. Meine Güte. Wie konnte ich das so übersehen? Aber manchmal sieht man, wenn man nicht spielt, gerade wie ich hier, sondern nur quasi nur nochmal nachsynchronisiert, dann fällt einem das halt auf. Vor allen Dingen, da ich ja inzwischen weiß, wo die ist. Und dann fällt es einem auch nochmal richtig ins Auge. Ich denke, ihr habt die auch schon zweimal jetzt gesehen. Ich bin ja zweimal schon dran gewesen. Einmal stand ich direkt davor und habe es nicht gedrückt. Ich habe jetzt gedacht, so, ja komm, das könnte doch das Glöckchen sein, wa? Wenn ich dagegen schieße, dann läutet die. Das war ein ziemlich dämlicher Gedanke, aber ich bin halt ein bisschen verzweifelt gerade. That's mystery. What do I have to do? Now. Ah, überlegen, überlegen. Wo kann ich noch hingehen? Wo war was? Wo kann ich hingehen? Ach, das ist immer so hart bei Dark Souls manchmal die Wege zu finden. Also es gibt, kann wirklich manchmal passieren, dass man halt so hängt, wie ich das hier habe. Eigentlich hätte das nicht passieren dürfen, weil eigentlich habe ich es ja gesehen, wahrscheinlich. Aber es gab mehrere Leute, wie man gesehen hat, die da hinten in den Tod gesprungen sind. Die haben das auch nicht mitbekommen, dass man da diese Glocke läuten sollte, eigentlich. Ich konnte echt mal eine neue Waffe gebrauchen. Das Falkion habe ich ja jetzt schon ziemlich lange. 40 Level oder so habe ich das jetzt schon in der Benutzung. Nur durch Pimpen ist das ja doch so geil. Könnte langsam mal ein Buchstabe hochgehen, zerstören. Wo ist das denn bitte zerstörbar? Jetzt versuche ich das mit einem Seelenpfeil. Das ist doch nicht zerstörbar. Habe ich zumindest so im Gefühl, ne? Tja. Denkste Puppe! So läuft das nicht hier. Ich bin echt maximum verwirrt gerade. War mich gerade echt. Was könnte ich denn jetzt machen? Nur mal gucken. Ich weiß halt inzwischen, dass es halt die Glocke ist, aber zu finden, ne? Wenn man nicht weiß, wo die ist und die schon übersehen hat und denkt, da war man doch schon. Dann ist natürlich hart. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Das ist echt übel, die zu finden. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir nicht Licht machen soll. Ich sehe halt hier die hier nicht. Hammer! Wo kann diese Glocke nur sein? Wo kann sie nur sein? Und jetzt bin ich am überlegen. Ich könnte doch... Ich werde gleich die Fackel einschalten. Ja. Doch. Jetzt geht's los. Jetzt benutze ich den Flammenschmetterling. Seht ihr das zum ersten Mal? Boah, man kann echt viel mehr sehen mit der Fackel. Ist echt praktisch mit der. Moin, 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 moin. In knapp 1,5 Stunden kommt übrigens das Special raus. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Das kommt nämlich ja heute. Um 20 Uhr. Dark Souls kommt ja um 19 Uhr und um 18 Uhr und da beide Folgen etwas mehr wie eine halbe Stunde gehen,
ist das dann logische Schlussfolgerung, dass ihr nicht mehr lange warten müsst, wenn ihr Dark Souls geguckt habt auf das Special. Könnt ihr eigentlich könnt ihr von 16 bis 20 Uhr heute fast durchgucken, weil 16 Uhr kommt, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Ist mal ein prall gefüllter Sonntag. Ja, hier waren wir ja schon drin. Echt prall gefüllt ist der. Dementsprechend habe ich mir so gedacht. Boah! Wo findest du denn jetzt das Glöckchen? Heute kommen echt 5 Videos. Hammer krass. Habt ihr viel Unterhaltung? Echt. Vielleicht hier nochmal lang gehen und dann darüber springen vielleicht? Vielleicht war die ja da drüben. Oder hier runter nochmal. Ich gehe jetzt halt den Weg zurück erstmal und guck mich da um. Ob nicht da die Glocke war. Ja genau, ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich das nicht benutzen muss. Ich denke nicht, aber ich würde es gern benutzen. Ich denke, ich werde irgendwann nochmal hier zurückkommen und das dann benutzen dafür. Weil die optionalen Wege haben wir ja immer noch offen. Wir haben noch 2 davon. Eins müssen wir noch kaufen. Und eins können wir noch von uns aus benutzen. So, jetzt hole ich mich hier mal um. Hier sind wir am Anfang hingekommen. Das waren die ersten paar Meterchen. Hier waren dann die ersten Gegner. Hier gab es diese 2 Parallelwege, wo die dann rumgurken. Da war dann aber nichts. Und hier ist der Anfang halt, ne? Ich gucke jetzt nochmal, ob das wirklich der Anfang ist. Ah, hier ist der Anfang. Hammerhart und ein Rufsymbol. Ja, aber wir brauchen ja kein Rufsymbol. Hilfe hierfür ist eigentlich nicht notwendig. Wo ist denn dieses Glöckelchen? Oh, da hinten. Das Item habe ich übrigens noch nicht eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kriege. Ich glaube nicht. Normalerweise hole ich ja immer alles, was ich sehe in dem Gebiet. Ich habe ja bis jetzt kaum was liegen gelassen. Ich glaube, 1 oder 2 Sachen eigentlich nur. Wenn überhaupt. Ich bin ja sogar in manchen Folgen extra nochmal zurückgelaufen, um das, was ich wusste, was ich liegen gelassen habe, nochmal, beziehungsweise wo ich wusste, wo ich nicht hingegangen bin, weil ich Panik hatte davor, bin ich ja nochmal diese Wege abgegangen. Und habe ja nochmal alles da durchsucht gehabt. Auf die Art und Weise habe ich ja den großen Seelenfall bekommen. Den ich schon lange hätte vorher bekommen müssen. Echt dämlich war das. Nee, der schwere Seelenfall. Den großen Seelenfall habe ich jetzt gekauft. Und den großen schweren Seelenfall habe ich auch gekauft. Und die Zielsuchseelenpfeile habe ich gekauft. Und die Zauberwaffe habe ich gekauft. Lucatiels gerade... Ja. Engine Problems. Wenn die KI dich verlässt. Okay, hier war ich auch schon. Kann denn hier was sein? Vielleicht hier oben? Haha, ne... Nee. Ich hab gerade gedacht, nee. Nee, die ist auch noch aus Eisen und viel mehr schlagen. Dagegen will ich dann eigentlich auch nicht. Nee, hier war ich auch schon. Ich wollte gerade sagen, hier war ich noch nicht. Nee, doch, hier war ich schon. Darunter bringt mir auch nichts. Hier waren dann die Hunde. Das bringt mir auch nichts. Ein Item liegt da. Hier ist wieder Pharos. Genau. Das habe ich dann direkt erkannt. Das eine Item. Wie komme ich wohl zu dem einen Item? Neben der Glocke, wie komme ich zu dem einen Item, frage ich mich gerade eigentlich. Also jetzt gerade frage ich mich das wirklich. War nämlich noch ein Item. Ja, nee. Das hat jetzt nichts gebracht. Das ist eigentlich nur eine Mini-Abkürzung, um... Ja, hier waren dann diese Schattentypen drin, ne? Und da ist dann der Weg. Und da ist die Glocke. Da ist die Glocke. Jetzt habe ich sie auch gesehen. Jetzt habe ich sie auch gesehen. Jetzt habe ich sie gesehen. Jetzt gehe ich voll drauf zu. Endlich, endlich, endlich habe ich sie gesehen. What the fuck? Wie konnte ich die übersehen? Echt. Boah, echt. Dann gucken wir doch mal, was jetzt abgeht. Licht geht an. Noch eins, noch eins. Noch eins, noch eins, noch eins. Hammergeil. Und da kommt das ganze Schiff. Lucatiel.
Ach, da unten. Ich hab's doch schon gesehen. Da. Die kann halt diese komischen Sprünge, die ich halt ausführe, die kann die halt nicht. So, jetzt brauchen wir die Fackel nicht mehr. Wie konnte ich die übersehen? Echt, wie ich mich gerade geärgert habe in dem Moment. Bin ich 20 Minuten hin und her gelaufen, um die Fackel zu finden. Immerhin habe ich dabei, nicht die Fackel, um diese Glocke zu finden. Immerhin habe ich dabei den Ring gekriegt mit mehr Belastung. Der ist geil. Da möchte ich den Zauberring übrigens für wegnehmen. Und dementsprechend werde ich die nächste wieder auf Zaubereinsatz skillen. Also vielleicht, ich weiß nicht, alle 3 Punkte, glaube ich, kriegt man einen Zauber. Weil wir müssen den 3. Zauberslot halt wieder bekommen dann, ne? Und dann werde ich immer mal wieder eins, weil ich brauche eigentlich 4 oder 5 Zauberslots, weil ich will die Zauberwaffe schon drin haben. Zielsuch, Seelenpfeile und 2 Nahkampf. Ich will halt einen Def-Zauber benutzen können. Angriffszauber ist ja klar. Und Buff-Zauber. Und dann habe ich halt 5 Zauber verschossen. Ne? Einmal den Schild, damit ich kein 100% Schild benutzen kann. Wenn ich hinterher nämlich ein gutes Schild mit 80, 90 finde, Graswappenschild, höhö. Das hat ja dann keine 100 Blocken. Hat aber super geile Nebeneffekte und das könnte ich dann kombinieren mit dem Zauberschild. Und genau das hatte ich mir über... Ja, wo ist Lucatia? Keine Ahnung. Aber die backt hier rum. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die nochmal zurückbekomme. Ja, da hängt sie. Ja. Was willst du machen? Gehe ich halt allein hin. Kann ich halt nichts machen. So. Jetzt müsste doch hier der Hinterhalt kommen. Der stand da die ganze Zeit und dementsprechend gehe ich mit gehobenem Schild hier rum. Die haben es geschreibselt. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es stimmt. Ne? Deswegen frage ich mich hier gerade, warum hier nichts ist. Ah, ein Rufsymbol. Habe ich mir gedacht, klar, komm, ruf sie. Weil Lucatia kriegst du nicht mehr. Lucatia ist irgendwo am Arsch der Welt. Hier ist auch noch ein Rufsymbol. Aber ein Rufsymbol reicht mir eigentlich. Oh Gott, da... Ist doch, den habe ich doch schon gesehen. Da ist auch einer. Das gehe ich jetzt mit Magie an. Nein, tue ich nicht. Unnötig. Zack, zack, zack. Ah, da seht ihr, ich habe auch gerade nochmal einen Pfeil gekriegt. Und der hat eindeutig Damage. Oh, da kommen aber ein paar Stück. Da kommen ein paar Stück. Und die kann ich tun. Aufgabe erfüllt. Phantom von Lucatia kehrt in die Welt zurück. Ja, das tut sie wirklich. Und da kommt doch Apox. 101. Scheiße, Mann. Du hast fast keine AP. Rufen fehlgeschlagen. Ja, ich wollte echt zwei... Au. Ich wollte echt 2 Leute rufen. Warum? Einer reicht. Ja, da ist er direkt tot. Lebensstein. Und die Blüte, Futter, hier sollte ich mir auch futtern eigentlich. Ja, er trinkt einen Heiltrank. Das ging früher übrigens nicht. Wenn du in der Welt eines anderen Spielers warst, konntest du dich früher nicht heilen. Nur durch Zaubern. Also, du ist... Ja. Es war doch fast klar, dass das da ist. Trink... Nehme ich das Blümchen? Ja, natürlich. Lebenssteine drin. Großer Zauberschild. Also starker Zauberschild. Unbedingt bei einem Bosskampf, wenn ihr so wie ich nur normales Schild habt, kein starkes, dann solltet ihr das immer machen. Und ich war mir halt 100% sicher, dass ihr... Ja, da, den Wache. Bosskampf. Okay, kann springen, ist aber ziemlich unbeweglich. Ist mir egal. Ihr seht, wie stark ich im Fernkampf bin. Das kann ich auch aus der Distanz lösen, das Problem. Ich bin am überlegen gerade, ob ich nicht mit den nächsten Titanitscherbe. Ich habe jetzt wieder 2. Das heißt, ich müsste das einmal auftunen können. Oh, ich mache richtig, richtig böse Schaden gegen die. Theoretisch muss er nichts machen außer ausweichen. Den richtig dicken Schaden mache ich schon. Er ist schon fast down. Ja. Jetzt kommen halt die normalen Seelenpfeile raus, die ich noch schnell mache. 96 und nochmal 96 und umgepustet. Im Klartext hat er den ein bisschen abgelenkt und ich habe die ganze Zeit geballert. Das war nicht sonderlich schwer. Den wache Seele bekommen. Er verbeugt sich. Ich habe auch die ganze Arbeit gemacht. Aber okay, dafür hat er den Gegner abgelenkt. Dafür hat er auch Seelen bekommen. Ja, da ist er weg. Ich wollte ihm eigentlich noch winken.
So, und ohne Leuchtfeuer werde ich hier noch nicht beenden. Heißt, wir gucken mal, da geht's hoch, da müssen wir lang. Hier ist nichts. Gehen wir mal schnell hier hoch. Hochklettern, komm. Zacki, zacki. Klack, 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 klack. Hier scheint nichts zu sein. Untersuchen. What is going on? Was passiert jetzt? Bin mal gespannt. Okay, die Glocke läutet wieder. Und das Schiff schön fährt. Okay. So jetzt natürlich auch. Ja. Wo fahren wir denn jetzt hin? So ein Schrodder. Wenn wir wieder hier zurück wollen, müssen wir die ganzen Gegner wieder töten, ne? Gab ja nur ein Leuchtfeuer dazwischen. Ein Bastardschwert ist ein Standardgroßschwert. Ja, Schwergroßschwerter sind für ein beidhändiges Schwingen vorgesehen. Ja. Ja, Bastardschwert. Ich finde Großschwerter nie geil. So. Okay, zurückkommen wir nicht aufs Schiff. Reines Glück. Ja, relativ gute Arbeit. Bewerte ich mal beide, haben sie verdient. Da hinten geht's lang. So, ich dachte gerade, hier muss man springen. Das sah aus, als wäre hier ein Stück fehlend. Gelobt sei die Sonne. Kurz gesagt, hurra für Finsternis. Toll! Fein voraus oder versucht joggen. Hier ist vielleicht echt ein Feind. Mann, kein Lagerfeuer in Sicht. Und dann schon wieder abkratzende Leute. Ja, ich bin halt auf Nummer sicher. Gehend und will halt nicht sterben. Dementsprechend Zauberschild voraus. Gucken wir nochmal, was hier steht. Was haben wir denn hier noch? Gut darüber nachdenken und dann viel Erfolg. Worüber nachdenken? Wenn man da hochgehen soll? Runter? Das sieht aus, als würde es runterfahren. Hurra für Rollen. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Okay, hier ist nichts. Dann treten wir doch mal drauf. Es geht bestimmt runter. Nein, es geht hoch. Okay. Ah, das ist ein Item. Wo kommen wir denn da hin? Hm, eine gute Frage. 12.100 Seelen haben wir noch übrig. Werde ich aber in Level-Ups stecken. Gut, wir sind hier oben angekommen. Tür geht auf. Okay, das Teil geht runter. Lol, das fährt wieder runter. Geil, das ist eine Möglichkeit. Guck mal, man kann da oben drauf. Okay, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Also nächste Woche Samstag. Da sind die Folgen wahrscheinlich dann was kürzer. Da sind sie dann nicht mehr eine pure Stunde, sondern da sind sie dann 20 Minuten lang nur noch. Wegen der Uni. Aber es kommt immer noch Doppelfolge, versprochen. Versucht dahinter. So, was hat der denn? Seele eines stolzen Ritters und schimmernder Lebensstein. Geil. Hier ist nichts. Okay. Was ist hier? Auch nichts. Leuchtfeuer voraus. Okay. Was ist hier drin? Gut gemacht. Ne. In so einer verkackten Stelle. Werde ich nicht. Die verlorene Festung. Arme Seele. Lol. Hammer mega gruselig. Ich will hier raus. Versucht Skelett. Unglaublich hilfreich. Alltägliche Frucht. Hammerhart. Okay. Da ist das Leuchtfeuer. Sauber, 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 sauber. Direkt rein da. Oh, echt. Oh. Natürlich hauen wir jetzt hier ab. Zermatschen hier erstmal das Fässchen und verziehen uns jetzt mit dem Leuchtfeuer. Ja. Ja, etwas mehr wie ein Level. Ich guck jetzt mal nach. Wir haben ja noch Seelen eingesackt. 50. Wuha. Echt wirklich geil. Ich habe noch 5 Boss-Seelen dabei, ne? Müssen wir uns mal vor Augen halten.
Ja, das dürfte fast reichen. Hau ich die auch noch rein. Ja, das reicht auf jeden Fall für 2 Level-Ups. Ach, jetzt habe ich... Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe im Inventar noch so 2 schwarze Bälle. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sollte ich mir mal demnächst mal reinziehen, was das genau ist. Menschentöter. Ein Katana mit schrecklich abgenutzten Klingen. Es wirkt nutzlos. Ist aber in Wahrheit mit einem tödlichen Gift beschichtet. Dieses Schwert hat zu unzählige Opfer gefoltert und die Würflinge an der Klinge wurden zu Gift. Okay. Eine Waffe, die sich an den Händen anschmiegt. Der Träger greift mit diesen beispielsweise Krallen kratzend an. Die Krallen fügen tiefe Wunden zu und rufen Blutungen hervor. Ja, die Krallen sind eigentlich eine ziemlich coole Waffe, aber nicht für uns. Wir sind eher so Magie-Geschicklichkeit orientiert, wobei Geschick... Klare Sache, der Seelenfall geht jetzt drauf. Dafür kommt der schwere Seelenfall mit. Den schweren Sisus-Seelenfall haben wir auch noch. Explosive Wucht, das braucht aber Willenskraft. Das kann ich nicht benutzen, ich habe keine Willenskraft. Mal überlegen, was ich hier noch so alles habe. Aber ich bin mir jetzt sehr sicher, und das wollte ich auch machen, den schweren Seelenfall dafür. Den Seelenfall und den großen Seelenfall gegen den großen schweren Seelenfall, der feuert auch mehr Intelligenz. 16 an der Zahl. Zauberwaffe haben wir 8 Ladungen von. Das ist eigentlich ziemlich viel. Dieser Zauber mit den 3 Ladungen, dieser Zielsuchsperrfeuer, der muss echt übel sein. Is that a shard? Ja, ich habe eine Charge gefunden. Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope, however faint it might be. Ja, Isoflakon verstärken. Das müssten wir 4 haben. Sehr angenehm. Wobei in Kämpfen, wo ich einen Tank in Anführungszeichen habe, läuft es eigentlich immer ganz gut. Belastung, ja, ich will halt in Belastung gehen, ne? Ich glaube, Vita packe ich mir noch einen rein oder Intelligenz. Nee, Vita. Oder Konzentration. Kondition meine ich. Gott, Vita. Ja, Vita. Ja. Dankeschön. So muss das. So, jetzt gucke ich mir mal die Pfeile an. Lol, wie geil die klingen. Wie geil die aussehen und wie geil die klingen. Mega nice. Darkseid kann man übrigens jeden Charakter in der Spielwelt töten. Jeden. Wollte ich mal erwähnt haben. Jetzt gucke ich mir an, was ich mit den großen Titanitscherben denn machen kann. Bla bla bla. Nein. Reparieren brauche ich nicht. Verstärken. Genau. Wo ist denn... Ist denn... Da, der Falkion. Der braucht 3. Ich habe aber nur 2. Ich würde immer noch nur mit B skalieren. Wo ist der Zauberstab, den ich habe? Da. Der braucht 2. Bei dem würde das gehen. Der würde dann nochmal 9 Punkte mehr Schaden bekommen. Ist es ein bisschen, aber nicht viel. Ja. Und ich denke... Ja. Ich denke, das war's erstmal mit Dark Souls 2. Ich werde mich jetzt hier noch kurz ausruhen. So. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war Dark Souls 2 mit mir, dem Nefkara. Und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Und dann halt in kürzeren Folgen. Ich wünsche euch noch frohe Ostern und einen schönen Start in die Woche. Montag habt ihr ja noch frei. Und wir sehen uns, wie gesagt, nächsten Samstag um 18 Uhr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes restliches Wochenende. Okay, haut rein, Leute. Ciao, ciao.